Einen wunderschönen guten Tag. Wir legen los heute mit der Karte Seelenkraft. Die geheimen Tore zu den Hallen der Akasha-Chroniken werden von mir, für mich und für alle Suchenden geöffnet und durchschritten. Das ist schon mal sehr schön, ja, dass du natürlich deinen ganzen Seelenweg kennenlernst und der liegt dir heute auch offen. Wundervoll. Das Schöne daran ist aber auch, dass die Kraft zurückkommt und auch die wird dir hier signalisiert. Du findest heute sowas wie eine neue Festigung zu dir selbst. Und diese neue Festigung zu dir selbst wird dich natürlich auch sehr ins Glück befördern und sehr auch wieder in deinen Erfolgsweg hereinkatapultieren. Ganz wichtig ist dabei, dass du erkennst, dass die Botschaften und Impulse, die dich genau dahin führen werden, heute von der Außenwelt auf dich einprassen werden oder natürlich auch von der spirituellen Welt. Und daher heißt es auch annehmen lernen, verarbeiten können und in der Treue weitergehen. Sehr, sehr schön. Der erste Impuls. Die Kraft der Lösung liegt in der Gegenwart. Frage nicht nach dem Warum, sondern frage dich jetzt, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Auch hier nochmal ein schönes Aufzeigen davon, dass es hier und jetzt zählt, ja? Dass man gar nicht zu sehr gucken muss, warum ist etwas passiert. Dass man nicht denkt, wie wird es jetzt weitergehen, sondern im Hier und Jetzt sein, in der Treue zu dir selbst. Dass du dich und dein Umfeld betrachtest. Alles, was dich aufhält, alles, was dich ein bisschen festhält an deiner Entfaltung im Seelischen, dass du das gehen lässt, dass die Lösung schon da liegt, dass alles, was dich ermutigt, verstärkt, stärkt in deinem Sein, stärkt in deiner Entscheidungskraft, dass du das natürlich näher an dich heranlässt und dass du dich dem dann auch mehr öffnest, auch deiner Spiritualität. Man sieht das hier sehr, sehr schön, dass du heute von deinem Energiewesen ein wundervolles Aufzeigen bekommst, weil die Geistführer oder dein Geistführer dich heute wirklich gut willkommen heißen kann. Wenn du an diesem Standpunkt bist, wirst du aber auch merken, dass nochmal eine kleine Last zu spüren ist. Und da sind wir schon bei der Vergebung. Ja, die haben wir nämlich auch hier liegen. Die heilende Kraft der Vergebung öffnet die Herzen aller Menschen und lässt sie im Einklang schwingen. Im Einklang schwingen zu lassen für die Vergebung bedeutet, dass auch du dir selbst vergibst. Und wofür sollst du dir vergeben? Dass du dich in dem Stillstand befunden hast. Manchmal ist es wichtig, stillzustehen, weil man so am besten reflektieren kann. Aber dein Stillstand war aufgrund des Außens basiert, obwohl du dich schon reflektiert hattest. Aber das Außen hatte einen großen, großen Kraftanteil von dir genommen. Daher darfst du jetzt auch wieder aufhören, dich zu verschließen. Du darfst dich für dich selbst öffnen oder solltest es tun. Und dann wirst du auch merken, dass hier ein enormes Potenzial heute liegt, dass du für dich auch einen Seelenvertrag wieder nicht unterschreibst, sondern dass du ihn voranschreitend annimmst. Ja, die Festigung zu dir selbst eben. Man merkt aber auch, dass es in der Liebe heute sehr zu einer ganz starken Resonanzfeldsreaktion kommt vom seelischen Partner. So, Meditation ist Hygiene der Gedanken. Sie rückt den Geist zurecht. Achte nicht nur auf dein äußeres Erscheinungsbild, sondern pflege auch dein Inneres und reinige deinen Geist. Und das äußere Erscheinungsbild ist ja meist eine Fassade. Ja, man möchte etwas aufbauen. Meist eifert man etwa jemandem nach, der man nicht ist, oder man probiert einem Trend nachzugehen, was natürlich auch nicht so ist, auch von dem Mindset her. Ein etwas größerer Mensch sagt es und alle wollen das befolgen. Auch dem ist nicht so gut. Du solltest hier für dich lernen, wieder zu stehen, für dich lernen, Entscheidungen zu treffen und für dich lernen, dein Inneres, ja, dein inneres Umfeld auch im Wohnbereich, dass du das für dich bereinigst und ins Positive ziehst. Es muss nicht in das vollkommene Glück gehen, das kannst du in deiner Situation gerade noch nicht ganz, aber dass du es ins Positive ziehst, dass deine Stärke hier geborgen bleibt und du weiterhin so dein Karma auch lösen kannst und deinen seelischen Weg weiter fortschreiten kannst. Sehr, sehr schön. Und da haben wir das Karma auch noch. Ich verstehe meine karmischen Verbindungen und bin ein erlösender Mittelpunkt für alle, deren Karma mit meinem verwoben ist. Und dieses Karmische, diese Lösung der karmischen Verbindung, diese Auflösung von Negativität und Formung in die mittlere Harmonie, die ist so wundervoll heute, weil das Lied der Harmonie heute für dich
gespielt wird. Ja, du wirst merken, all das, was jetzt im Streit lag die letzten Tage, wird jetzt in die Harmonie gehen und du wirst auch erkennen, dass Lasten, die du schon sehr, sehr lange mit dir herumführst, dass die jetzt gehen. Und deswegen like gerne das Video und kommentier auch, wie es dir derzeit geht.